Linkshändler sind übrigens Leute, die mit links handeln. Darum Linkshändler. Gamen ist eine ernsthafte Angelegenheit. Vor allem dann, wenn es ums Budget geht. Da kommt jetzt aber Medion. Medion kennt man eigentlich von den Notebooks und Gaming-PCs her. Die haben jetzt aber gefunden, komm, wieso sollen Gaming-Zubehör wie Maus, Tastatur, Mausmatte immer so viel kosten? Muss doch nicht sein, gibt auch gutes Zeug für weniger Geld. Und das Sortiment haben wir jetzt hier vor uns und wollen es euch gerne näher bringen. Als erstes hätten wir hier die Gaming-Tastatur von Eraser. Es ist relativ wertig verarbeitet, also ziemlich schwer. Hat unten dran abklappbare Stampffüße, je nachdem, ob ihr eure Tastatur lieber angewinkelt habt oder flach. Auffällig ist auch mit Stoff ummantelte USB-Kabel. Das ist dadurch sehr viel robuster und langlebiger. Wenn wir schon bei der Robustheit sind und beim langlebigen, Tasten sind zwar keine mechanische, aber sie sind so robust und so hochwertig verarbeitet, dass man es bis zu 20 Millionen Mal betätigen kann, ohne dass da irgendetwas lottert oder nicht mehr funktioniert. Zudem ist zu den Tasten zu sagen, es sind Anti-Ghosting-Tasten. Das heisst, wenn eine betätigt wird und gleichzeitig eine andere betätigt wird, zieht es nur den Input von der ersten Taste und der zweite Input wird ignoriert. Das heisst, euer Mannsgöckel rennt immer in die eine Richtung und macht nicht plötzlich einen Ausfallschritt hin und her. Ja, das zu diesen Tasten. Zudem sind die auch hintergrundbeleuchtet, blau. Also man kann es nicht einstellen wie bei anderen Herstellern, es ist einfach nur blau. Weil das auch die Farbe ist von dieser Linie und das passt und funktioniert so weit sehr gut. Wir haben zwei Mäuse hier von Eraser. Die erste mit einem optischen Sensor unten drin. Sie liegt sehr, sehr gut in der Hand. Hat auf der linken Seite, beziehungsweise rechten Seite, hat zwei Tasten für Vor- und Zurück, die man in den Games aber auch separat belegen kann. Obendrauf das beleuchtete Mausrad. Plus ein Knopf zum DPI, also die Abtastrate vom Sensor, verändern. Und nochmal einen Knopf zum Helligkeit steuern, also von der Beleuchtung des Mausrad. Ja, was auch zu sagen ist, wie genau wie bei der Tastatur, ist das USB-Kabel stoffummantelt, um die Robustheit zu steigern. Und der USB-Stecker ist vergoldet. Wie vorher schon erwähnt, liegt die Maus sehr, sehr gut in der Hand, wie ich finde. Die Tasten lösen angenehm schnell aus, also nicht irgendwie verzögert oder es klappert irgendetwas oder so. Das sind sie wirklich gut gemacht. Man kann sie nicht anpassen an die eigene Hand, wie das bei teureren Gaming-Mäusen der Fall ist, aber das macht überhaupt nicht. Das sind ja Einsteigermodelle und darum genügt das völlig. Sie wäre wahrscheinlich auch brauchbar, ja, für Linkshändler. Linkshändler sind übrigens Leute, die mit links handeln. Darum Linkshändler. Die zweite Maus, die wir hier haben, verfügt über einen Lasersensor. Auch bei dieser gibt es zusätzliche Tasten hier auf der Seite, die ihr mit dem Daumen betätigen könnt. Plus hinter dem Mausrad, das auch in diesem Fall beleuchtet wird oder beleuchtet werden kann, hat es zwei zusätzliche Tasten, die ihr entweder belegen könnt mit der zugehörigen Software oder eben zum für die normalen Funktionen brauchen. Auch die liegt angenehm in der Hand. Es fehlt hier auf der Seite die Daumenablage, die die Maus hat. Das heisst, man ist bei dieser Maus mit dem Daumen die ganze Zeit auf der Mausmatte. Wenn wir schon bei der Mausmatte sind, die Mausmatte ist auch von Eraser, ist extra gross, hat auf der unteren Seite, wenn man hier schaut, so eine spezielle Beschichtung, dass auch auf jedem Untergrund, also man sieht, man muss da wirklich lupfen und tun, dass sich die verschiebt. Die hebt auf jedem Untergrund, selbst auf Glas, und ist extra grosszügig designt, dass er da auch bei, sag jetzt mal, ein bisschen nervösen Spielen, die hin und her flippen müssen, genug Platz haben auf der Mausmatte. Sie gleitet sehr schön, die Maus auf dieser Matte. Ist natürlich auch abgestimmt auf die Glidepads von diesen Eraser-Mäuse. Was wir auch noch für ein Zubehör haben für Mäuse, ist hier der Scorpio. Sieht ein bisschen gespässig aus, aber bringt es tatsächlich. Weil ihr könnt hier das Mauskabel einspannen. Und wenn ihr irgendwie im grössten Gefecht verstrickt sind oder euer Mauskabel immer verklemmt, ist das sehr, sehr praktisch, weil das hebt sie so auf. Das heisst, ihr fahrt nicht drüber, das hängt nicht ein. Und er kommt euch, also der Skorpionrüssel, wenn man so will, kommt euch auch entgegen. Also der ist sehr, sehr flexibel. Der schränkt euch beim Gamen überhaupt nicht ein. Was auch noch cool ist an dem Ding, es hat einen USB-Hub drin. Das heisst, ihr könnt hier den Scorpio mit dem PC oder mit dem Notebook verbinden und könnt den USB-Stick gerade hier oben her tun oder das Headset. Und müssen sie nicht irgendwo umeinander verschlaufen. Für die unter euch, die gerne mal an eine LAN-Party gehen, hat Eraser auch noch etwas im Repertoire, und zwar einen Gaming-Rucksack. Sehr, sehr ausgeklügelt. Die haben hier vorne dran ein Fach, das
der Deckel eigentlich schon fast wie ein bisschen gepanzert ist. Der ist ein bisschen härter und stabiler wie einfach nur Stoff. Da haben wir Ablagefächer für den MP3-Player, für Smartphone, für Maus oder irgendwelches Zubehör. Plus haben wir hier auf der Seite eine Nöse, wo ihr den Kopfhörer rausschlaufen könnt. Wenn ihr irgendwie längere Zeit unterwegs seid, könnt ihr das Handy hier verstauen und den Kopfhörer rausziehen und so Musik hören. Auf der Seite hat es da noch weitere kleine Fächer, die Stauraum bieten. Insgesamt sind es etwa 37 Fächer, die ihr hier Zeugs verstauen könnt. Im zweiten Abteil haben wir auch wieder so kleine Aufbewahrungshilfen. Fächer, in denen ihr Sachen rein tun könnt. Oder so elastische Gummizeuge, die verhindern, dass euer Gaming-Zubehör oder eure Games in diesem Rucksack umeinander schwadern. Dann hat es hier oben dran nochmal ein kleines Fach. Für irgendwie ein Portemonnaie oder Snacks oder was auch immer. Dann hat es hier oben einen Traggriff. Wie ihr seht, hat es hier ein Stahlseil in der Mitte. Das heisst, wenn das Gaming-Notebook drin ist, eine Maus, vielleicht noch eine Tastatur, sonstiges Zubehör, Energy Drinks, wird das relativ schwer. Und damit dass der Griff nicht ausreißt, ist hier ein Stahlseil drin und doppelt vernietet in dem Sinn. Dann haben wir hinten dran noch das Hauptfach eigentlich. Wir sehen jetzt auch wieder einen riesigen Stauraum. Und das Spezielle an diesem Fächchen ist für die Notebooks, es ist auf beiden Seiten polstert mit so, sieht aus wie die Klöpfe, Luftblätterfolie, ist aber ein Stoff mit Schaumstoff drin. Und hier könnt ihr euer Notebook rein tun und es kommt garantiert heil am Game-Ort an. Auch für euren Rücken ist natürlich gesorgt. Wenn wir jetzt den Rucksack drehen, seht ihr, dass hier unten dran bei den Lenden polstert ist auf der Seite und auch die Tragbändel polstert und somit sehr bequem sind. Was es auch noch gibt, ein kleines Geheimfächchen unten dran, im Boden des Rucksacks, hat es auch noch ein Fächchen drin, wo ihr Sachen könnt verstauen könnt. Ja. So, jetzt sind ihr eigentlich wirklich bereit für die nächste LAN-Session oder euren Gaming-Ausflug. Und das Tolle daran, ihr müsst überhaupt nicht viel Geld dafür ausgeben. Sämtliche Medioni Razer-Produkte sind bei uns im Onlineshop ohne jeden Mediamarkt erhältlich.